Hi Folks und herzlich willkommen zu meinem ersten Monatsrückblick im Jahr 2016. Und ja, der sollte ja eigentlich noch gar nicht kommen, denn wo ich das Format geplant habe, da habe ich mir so gedacht, ach komm, machst du irgendwie alle 3 Monate so einen Rückblick, halt immer quartalsweise, weil so viel wirst du eh nicht zu erzählen haben. Habe ich mich wohl geschnitten, denn wenn man hier meinen Spickzettel sieht, da ist da schon einiges drauf, nur für den Januar. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier. Und wenn ihr wissen wollt, was in meinem Januar so los war, dann bleibt einfach dran. Ja, wie ich sehe, ihr seid noch da. Wunderbar. Und ich werde dann mal einfach starten, so mit meinem Januar. Beziehungsweise mein Monatsrückblick für Januar beginnt schon im Dezember. Und zwar am 31. Denn wir haben dieses Jahr, also dieses Mal, Silvester, haben wir zu Hause gefeiert. Meine Verlobte und ich haben uns gedacht, wir haben ja eine große Bude, da können wir auch zu Hause feiern. Und dann waren meine Eltern, die Mutter von meiner Verlobten, ein Kumpel mit seiner Frau und meine Cousine mit Mann und Kind da. Und das Kind von meinem Kumpel und seiner Frau war natürlich auch mit. So. Ja, wie das so ist, dann haben wir erstmal schön ganz klassisch Raclette gegessen. Richtig lange, ganz in Ruhe. Ich habe, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden nur gefressen. Wirklich gefressen, weil es war so lecker und man muss sich ja auch eine Grundlage fürs Trinken schaffen. Ganz klar. Ja, dann ging es dann natürlich weiter, ganz gemütlich getrunken und sich unterhalten. Und dann haben wir uns, gehört für mich dazu, eigentlich für viele von euch wahrscheinlich auch, Dinner for One haben wir geschaut, das Original. Aber wir haben uns auch ein Dinner for One von Ralf Schmitz und Otto angeguckt. Kannte ich so noch gar nicht, fand ich aber sehr gut gemacht, also war durchaus lustig. Und ja, da bin ich also ein bisschen skeptisch immer, weil ich denke mir, so Klassiker muss man das Original einfach gucken. Ne? Aber wie gesagt, Dinner for One von Ralf Schmitz und Otto, wer es nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Sehr, sehr lustig. Ja, dann ging es irgendwann auf 12 Uhr zu. Und wie das so ist, der obligatorische Sekt, die Glückwünsche fürs neue Jahr. Und dann ging es raus. Halt! Ich habe noch was vergessen. Wir haben auch Bleigießen gemacht und bei mir kam, ja, was heißt bei mir kam raus? Ein kleines, ja, ich habe es als Schiff gesehen. So, und das hier heißt große Reise. So, ja, schauen wir mal, die Reise, wo die hinführt, was dieses Jahr alles so passiert. Ne? So, dann aber raus zum Böllern. Und ja, ich hatte dieses Jahr gar keine Böller, sondern nur Raketen und Rauch und Bengalos und Strobos. Böller, die Zeit ist irgendwie vorbei. Aber anzünden, wegschmeißen und bumm, aus dem Alter bin ich raus. Ich brauche ein bisschen was fürs Auge. Und deswegen, also Raketen sind immer ganz schön. Ich mag Rauchbomben und ja, Bengalos und so weiter und so fort. Und ja, dann, wie das meistens so ist, im besoffenen Kopf habe ich eine ziemlich blöde Aktion gebracht. Ich habe nämlich, oder wir haben erstmal den ganzen Müll, der so, ja, übrig geblieben ist nach dem Böllern, sage ich jetzt mal, in so einen großen Karton gepackt. Das war der Versandkarton, wo die Sachen auch mit angekommen sind. Und ich dachte mir dann, wir haben gegenüber von einer Firma geböllert. Und ich dachte mir dann im besoffenen Kopf, ach komm ey, stellst es einfach da irgendwie hin, irgendeiner wird es schon wegräumen. Halt im besoffenen Kopf total bescheuert. Ne? Gut, ja, dann nächsten Tag, springe jetzt mal kurz weiter, nächsten Tag saß ich dann so am Rechner, am Chillen, am Ausnüchtern und irgendwann macht's Klick. Und ich so, fuck, der Karton, wo ich den ganzen Kram reingepackt habe, war der Versandkarton. Was ist auf so einem Versandkarton drauf? Richtig, meine Adresse. Ich, wie ein HB-Männchen hoch, mich angezogen, zack, raus. Der Karton war noch da. Gott sei Dank habe ich mir den geschnappt, habe den vernünftig entsorgt. Alles gut.
War natürlich total bescheuert, sowas macht man nicht. Aber wie gesagt, im besoffenen Kopf, ja, nicht gut. Ne? Habe ich nochmal Glück gehabt, weil wenn den irgendjemand gefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mit Pech eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung gekriegt. Wäre nicht so schön gewesen. Gut. Ja, wir sind dann rein nach dem Böllern und haben dann so bis, ich sag jetzt mal, drei, kurz nach drei, da sind dann die letzten weg gewesen. Meine Verlobte hat sich dann auch ins Bett gelegt. Ich war aber noch gar nicht müde. Hab mir noch ein paar Oldies reingezogen, noch ein bisschen was getrunken und telefoniert. Ein Kumpel, der hatte mich kurz nach 12 versucht anzurufen, um mir ein frohes Neues zu wünschen. Den habe ich dann nochmal zurückgerufen. Und ja, der war wiederum mit einem Kumpel auch noch unterwegs. Und ich habe dann irgendwie versucht, noch die beiden zu überreden, vorbeizukommen, weil ich keinen Bock hatte, alleine rumzusitzen im Endeffekt. Vielleicht kennt ihr das. Nach so einer Party, wenn alle weg sind und man selber noch gar keine Lust hat, irgendwie pennen zu gehen, dann, ja, weiß nicht, ist es mal so blöd, alleine rumzusitzen, und dachte ich mir, ja, kommt doch noch vorbei. Die kamen dann nicht. Ich war ein bisschen angepisst im besoffenen Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, so alleine da zu sitzen, hatte ich keinen Bock. Und dann habe ich halt noch ein bisschen mit meinem Kumpel hin und her getextet und war ein bisschen angepisst. Und er schrieb mir dann, sei doch nicht angepisst. Ich meine, es ist... Also das fand ich, wie soll ich sagen, ich fand es eine sehr gute Message im Endeffekt. Ich habe das auch nächsten Tag erst so richtig gecheckt, als ich dann wieder nüchtern war. Man ist viel zu sehr fixiert auf dieses Silvester oder überhaupt auf so spezielle Tage. Ja? Und man soll vielleicht auch gar nicht so fixiert sein. Man hat ja noch das ganze Jahr irgendwie Zeit, was miteinander zu unternehmen. Und das fand ich eigentlich einen richtig coolen Satz. Wir haben auch keinen Stress mehr, wir haben das geklärt, alles gut. Nur in dem Moment, ja, war ich halt ein bisschen angepisst. Und dieser Satz, der hat mich aber dann wirklich zum Nachdenken mal gebracht. Weil es ist doch so, ich meine, man ist immer so fixiert auf irgendwelche speziellen Tage. Silvester, Geburtstage. Ja, und wenn mir dann einer mal zum Geburtstag nicht gratuliert, dann bin ich angepisst. Klar. Jeder freut sich über Glückwünsche, um Gottes Willen, ist doch logisch. Ne? Aber vielleicht muss man das alles auch gar nicht so ernst nehmen dann, ne? Oder so ganz so wichtig nehmen. Man hat doch so viel Zeit, um was miteinander irgendwie zu unternehmen. Man muss nur mal aus dem Arsch kommen und muss sich mal irgendwie auch mal melden bei jemandem. Einfach. Ja, das war dann noch so eine kleine Nebengeschichte von Silvester. Und ja, dann war auch irgendwann für mich die Zeit reif. Dann bin ich auch irgendwann nach meinem, keine Ahnung, dritten, vierten Jim Beam Cola, den ich mir noch genüsslich gegönnt habe zur Oldie-Musik, bin auch ich dann irgendwann einfach pennen gegangen. Ich hatte insgesamt über Weihnachten und Neujahr so 3,5 Wochen Urlaub. Und das Schöne war, dass dann nach Silvester hatte ich noch eine ganze Woche Urlaub. Und da fing eigentlich mein Urlaub erst richtig an. Da war ich so in diesem Urlaubsmodus drinne, von wegen lange wach sein und auch lange ausschlafen. Und ja, bis zum 11. Januar, da musste ich dann wieder anfangen. Da habe ich dann auch mit Spätschicht gestartet. Und da war ich mal richtig froh drüber. Denn wenn ich hätte mit Frühschicht starten müssen, dann hätte ich um 4:30 aufstehen müssen. Und das hätte mich echt getötet, nachdem ich wirklich in der letzten Woche Urlaub immer so lange wach war. Das wäre gar nicht gut gewesen für meinen Rhythmus. So ging das gut weiter. Also da konnte ich dann auch, als ich Spätschicht hatte, konnte ich noch lange wach bleiben und dann auch gut ausschlafen. Das war top. Zudem habe ich mir dann noch ein bisschen was gegönnt, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Beziehungsweise vorher eine neue Arbeitshose. Muss auch mal ab und zu sein, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Und in dem Urlaub habe ich dann auch noch mit meiner Verlobten Call of Duty Black Ops 3 die Kampagne, die Koop-Kampagne durchgezockt, wo ich durchaus doch dann enttäuscht war, weil ich fand das alles sehr unübersichtlich, sehr stressig. Gut, Call of Duty ist eigentlich immer stressig, aber ja, das war einfach für mich nicht gut gemacht. Und wir waren nur zu zweit, wenn ich mir überlege, wir hätten diese Koop-Kampagne zu viert durchgezockt. Boah, ob das nicht noch
unübersichtlicher gewesen wäre. Es hieß ja auch vorher, es gibt verschiedene Lösungswege. Es war, ja, es war jetzt nicht schlecht, aber mich hat es halt doch enttäuscht, weil ich mehr erwartet habe. Gerade dadurch, dass ich damals World at War mit einem Kumpel im Koop-Modus durchgezockt habe und das hat richtig Laune gemacht. Das war cool, war besser irgendwie auf die Story auch zugeschnitten und gut. Ist auch egal. Ja, die Kampagne war halt nicht so toll. Dafür bockt der Multiplayer und der Zombie-Modus umso mehr. Damit habe ich auch immer noch Spaß und werde auch weiterhin Spaß damit haben. Der YouTube-Kanal, dieser, auf dem ihr euch hier gerade befindet, den habe ich mal ein bisschen sortiert. Und zwar, die meisten von euch werden es ja schon gemerkt haben, gibt es jetzt einmal die Kategorie 4Gamers and More, wo halt alle Videos von 4Gamers and More drin sind, sprich der Talk, das Angezockt und so weiter und so fort. Das ist halt einfach unter der Kategorie 4Gamers and More. Und dann gibt es halt quasi meine Videos, die Vlogs, das Unboxing von Loot Raider und jetzt halt hier auch die Monatsrückblicke, die werden quasi unter Vlogs laufen. Ja, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den Kanal mit zu vielen Kategorien irgendwie voll zu pappen. Und deswegen werden halt auch die Monatsrückblicke unter der Kategorie Vlogs laufen. Ja, ich denke, dass ist auch in eurem Interesse, das ist dann alles recht übersichtlich und auch vernünftig. Ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen, dass das so wie es jetzt ist, eigentlich auch ganz gut geordnet ist. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass ich ehrlich gesagt keinen zweiten Kanal aufmachen möchte für 4Gamers and More. Also deswegen ist dieses 4Gamers and More, Bernie 81 ist halt zusammen, aber die Kategorien sind halt aufgeteilt. Dann, ja, gab es im Januar ein bisschen was Trauriges. Im Dezember ist ein Onkel von mir mit über 70 Jahren verstorben. Und dann sind wir dann, war ich dann im Januar mit meinen Eltern auf der Trauerfeier. Da möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Ist immer blöde sowas. Und der Hintergrund, warum ich das jetzt hier eigentlich erzähle, ist ja ein bisschen was anderes noch. Denn, also mein Onkel, den habe ich seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen gehabt. So. Auch viele andere Leute, wie zum Beispiel mein Cousin, meine Cousine, beziehungsweise auch Patentante, habe ich auch ewig nicht gesehen. Und das ist dann doch schon krass, wenn man überlegt, das muss erst sowas passieren, da muss erst einer sterben oder so, dass man sich dann sieht. Und das ist, ja, das ist eigentlich scheiße, ne? Wenn man so überlegt, also wir sind dann nach diesem sogenannten Leichenschmaus im Kaffee, waren wir dann auch noch bei meiner Tante zu Hause. Und auch da war ich irgendwie über 10 Jahre nicht gewesen. Ja, und was ich damit sagen will, ist einfach, man sollte doch irgendwie doch versuchen, sich mehr zu sehen. Es ist schwer. Jeder hat vielleicht andere Interessen, man hat nicht so viel miteinander zu tun. Da finde ich zum Beispiel eine sehr wichtige Schnittstelle Facebook und sowas wie WhatsApp kann auch verdammt hilfreich sein, dass man auf jeden Fall ein bisschen Kontakt miteinander hat. Ja? Am schönsten ist immer, wenn man sich persönlich trifft, wenn man das irgendwie hinkriegt. Aber es ist halt sehr schwer, ne? Man hat Hobbys, viele haben Kinder und so weiter und so fort. Es ist immer irgendwie was, aber manchmal muss man sich auch einfach mal dazu durchringen und muss sagen, komm, anrufen, lass uns einfach mal treffen und dann klappt das auch. Und natürlich gibt es auch viele Leute, wo es dann so ist, ja, der meldet sich bei mir nicht, dann melde ich mich bei dem auch nicht. Ich kenne das selber auch. Ich finde das traurig. Ehrlich gesagt, und ich persönlich bin immer so der Typ, der sich meldet. Ja, ich laufe auch Leuten durchaus hinterher. Ich bin da ganz ehrlich. Leute, die mir wichtig sind, da melde ich mich dann. Ja, und ich kenne auch die Geschichte, wisst ihr, man meldet sich einmal, man meldet sich zweimal, meldet sich dreimal und es kommt nichts zurück. Dann ist man
Ja, doch schon angepisst. Aber die Frage ist, ja, mache ich es dann nochmal oder lasse ich es dann sein? Da kommt es dann auch immer irgendwie auf die Person drauf an. Lange Rede, kurzer Sinn, einfach mal über seinen eigenen Schatten springen und sagen, ich warte jetzt nicht darauf, dass die Person sich bei mir meldet. Nein, ich melde mich jetzt bei der Person. Ja, einfach mal beherzigen. Ich finde, das ist einfach so. Ja. Und da komme ich dann auch schon direkt zum nächsten, denn mein, ja, einer meiner besten Freunde hatte auch noch Urlaub. Und ich habe dann vorgeschlagen, hast du nicht Bock, irgendwie mal frühstücken zu gehen? Ja, so, gesagt, getan, zwei Männer, ein Wort. Und ja, dann haben wir uns halt bei Ikea getroffen, haben irgendwie 1,5 Stündchen miteinander gequatscht, haben in Ruhe gefrühstückt. Ja, und das ist doch schön. Das ist doch top. Das muss man einfach mal machen. Man meldet sich einfach und dann kriegt man sowas auch hin. Also, wie gesagt, nicht darauf warten, dass sich jemand bei euch meldet, sondern einfach mal Handy in die Hand anrufen oder schreiben oder über Facebook, wie auch immer, sich einfach mal melden. Mehr melden, mehr Kontakt haben. Kontakt ist wichtig, ist eine schöne Sache. Also, meldet euch. Dann habe ich im Januar was gewonnen. Ja, man möchte es nicht für möglich halten, aber ich habe tatsächlich was gewonnen. Ich habe bei Games Welt bei Facebook bei einem Gewinnspiel mitgemacht und da konnte man ein Blocks Set gewinnen. Blocks, das ist quasi so wie Lego, müsst ihr mal googeln. Blocks, Blocks. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Wer es nicht kennt, gibt es coole Sachen. Und da hat Games Welt ein Call of Duty Mob of the Dead Zombie Set verlost. Ja, und ich habe es gewonnen. Und ich war mega glücklich, denn ich bin ja so ein riesen Call of Duty Zombie-Fan und habe ja auch meine Call of Duty Zombie-Ecke. Und da passt es natürlich perfekt rein. Deswegen habe ich mich richtig gefreut. Der ein oder andere von euch hat es eventuell schon auf meiner Facebook-Seite gesehen oder auch in einem Video habe ich es, glaube ich, schon mal gezeigt. Wenn nicht, ich lege euch einfach jetzt mal kurz ein Foto drüber und zeige es euch mal. Da seht ihr halt die kleinen Figuren. Die sind nicht typisch so wie die Lego-Figuren, sondern halt schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, realer. Und ist halt alles ein bisschen anders aufgebaut. Und da, wie ihr hier seht, gibt es Sachen, die es so bei Lego halt nicht gibt. Ja, das habe ich gewonnen. Da habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut. Und komme ich nochmal zum Thema mit Treffen. Wir haben also hier bei uns uns mit ein paar Freunden zusammengesetzt und haben in einer gemütlichen Runde haben wir uns Ant-Man angeschaut. Ja? Nicht in 3D, weil eine Freundin von uns, die kann das nicht wahrnehmen. Deswegen haben wir das in 2D ganz normal geguckt und der Film war echt cool. Typischer Marvel-Humor, typische Marvel-Action, wobei ich vorher so dachte, ah, ein Ant-Man, so ein kleiner Typ da, was kann der schon für ein Superheld sein? Aber ganz im Gegenteil, war richtig cool gemacht. Also mir hat er sehr gut gefallen. Und ja, falls jemand von euch den Film noch nicht gesehen hat, angucken. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Oder ja, ob ihr ihn halt noch gucken wollt oder wie auch immer, einfach mal reinschreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Dann ist endlich und an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an Mike dafür, unseren neuen Admin. Denn unsere neue Forgamers and More Homepage ist fertig und ich finde sie sehr gelungen und sehr zugeschnitten auf unsere Community. Da ist momentan noch nicht viel drauf. Das wird natürlich mit der Zeit noch kommen. Da wird noch Content draufkommen. Wenn ihr schon drauf wart, auch einfach mal in die Kommentare schreiben, wie euch die neue Homepage gefällt. Wenn nicht, www.forgam.de mit einer 4 geschrieben. Und ihr könnt euch auch kostenlos registrieren. Es gibt ein Forum. Ihr könnt euch mit Leuten befreunden. Ihr könnt Sachen posten. So ein bisschen Facebook-lastig, also so ein bisschen Social Media. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich genau das Richtige, was auch zu unserer 4Gamers and More Community passt. Bin sehr zufrieden
Und wie gesagt, nochmal danke, Mike, dass du dich darum gekümmert hast und mir auch ein paar ja, Erklärungen geliefert hast, dass ich mich da auch ein bisschen austoben kann auf der Homepage. Bin also sehr zufrieden, finde ich sehr gut. Und da kommt demnächst auf jeden Fall noch einiges drauf. Dann gab es einen kleinen Geburtstagsmarathon. Und zwar hatte die kleine Tochter meiner Cousine ihren 14. Geburtstag. Meine Mama hatte auch Geburtstag, auch am 11. Januar. Und das Wochenende darauf ging es dann Samstag zu meiner Cousine. Da wurde dann der Kindergeburtstag von der kleinen Tochter gefeiert. Ja, Kindergeburtstag. Zusammengesessen, schön Kaffee, Kuchen, Abendbrot gefuttert. Sehr, sehr lecker. Und nächsten Tag dann das gleiche Spielchen nochmal bei meinen Eltern. Da gab es dann auch Kaffee, Kuchen und Abendbrot. Also zwei Tage, ja, Geburtstagsmarathon mit ja, viel zu viel Essen, wie das immer so ist, aber auch sehr, sehr leckerem Essen. Dann habe ich mir im Januar Pixels gegönnt. Und zwar als Collector's Edition. Da habe ich so eine Facebook-Seite geliked, die solche Sachen vorstellen. Also ich guck mal und dann packe ich euch mal die Seite in die Videobeschreibung, weil ich finde, die machen einen auf sehr coole Sachen aufmerksam. Wie gesagt, unter anderem auf diese Pixels Collector's Edition mit Pac-Man. Mit einem leuchtenden Pac-Man, der ungefähr ja, so 20 cm groß ist. Und das hat mich irgendwie 35 Euro, meine ich, gekostet. So um den Dreh. Und nächsten Tag habe ich lustigerweise dann auch nochmal bei Amazon geschaut. Da hat es dann irgendwie nochmal 25 Euro mehr gekostet. Also Schnäppchen gemacht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und passt natürlich auch perfekt in meine Nerdzentrale. Dann kam was, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Aber ja, es hat mich dann doch erwischt. Eine richtig schöne, dicke, fette Erkältung. Ja, mega nervig, gerade wenn man noch Sachen zu regeln hat. Und auch auf der Arbeit, man ist immer so schlapp und nee, echt, braucht kein Mensch sowas. Was ich mit Sachen regeln meinte, ist, wie ja viele von euch wahrscheinlich mitgekriegt haben, heirate ich im Juni. So, und da war ich dann mit meiner Verlobten bei unserer Fotografin, die wir für die Hochzeit engagieren und haben dann so ein bisschen was abgeklärt und man sitzt dann da so erkältet und hat kaum Bock, aber es muss halt sein und ja, da kann man dann dahinter auch schon wieder einen Haken machen, dass man da was geklärt hat. Das war aber auch noch nicht alles. Wir haben dann noch das, wir hatten ein Probeessen, also wir waren uns eine Location ausgeguckt, wo wir dann auch unsere Hochzeit feiern möchten. Haben dann da im Endeffekt nicht das gegessen, was es geben soll zur Hochzeit, sondern einfach mal sowas gegessen, haben uns dann die Karte mitgenommen und werden uns dann überlegen, was wir für ein Paket für die Hochzeit bestellen. Da ist dann auch schon mal so ein halber Haken dahinter, dass man eine Location hat. Ist auch ganz schön, da gibt es so ein, ja, wie heißt das, Tiroler Stübchen in dieser Location. Da passen genug Leute rein, da kann man dann auch schön essen, kann tanzen, hat genug Platz, wunderbar, ja. Ja, und dann hatten wir im Januar unser Neujahrsessen mit unserer Clique. Das war früher mal Dezember, das war Weihnachtsessen, das haben wir dann aber irgendwann in den Januar verlegt, weil, ihr kennt das selber, der Dezember ist immer so pickepacke voll und deswegen jetzt Neujahrsessen, waren knapp 15 Leute, waren wir schön essen. Da waren auch recht viele erkältet, deswegen war das Essen auch ganz ruhig und locker weg. Ich glaube, wenn es nicht so, also wenn keiner erkältet gewesen wäre, dann wäre da noch richtig Alkohol geflossen. Aber so war es halt ein ganz gesittetes, gemütliches Neujahrsessen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist immer schön sowas, wenn man mit vielen Leuten zusammensitzt und sich vernünftig unterhalten kann. Das ist eine klasse Sache. Ja, da bin ich dann auch fast schon durch mit meinem Januar. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass ja am Samstag eine Fallgamers in More Zockernacht angesetzt war. Angesetzt mit Strategie und MOBAs. Dann hat sich dabei irgendwie gar keiner für interessiert.
und ich habe kurzerhand das Thema auf Free for All, also frei für alles quasi geändert. Waren dann im Endeffekt auch nur 5 Leute, da war sehr wenig los. Und daran arbeite ich, dass wir versuchen, einfach mehr Leute anzuziehen von euch zu diesen Zockernächten. Und das Allerschönste wäre natürlich, wenn wir diese Zockernächte gar nicht mehr veranstalten müssten, sondern ihr einfach so kommt. Also ab auf unseren Teamspeak-Server, zockt da und habt da Spaß. Ja? Wir werden, wie gesagt, zusehen, dass wir demnächst die ein oder andere Aktion noch starten. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und ja, mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Das war's. Das war mein erster Monatsrückblick im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war ein bisschen interessant für euch. Wenn das Video euch gefallen hat, einfach Daumen nach oben. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu irgendwas, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bin damit auch raus. Das war mein Januar. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Bis dann. Tschüss.